So, dann möchten wir heute mal unsere Heizung unseres Kaffeeautomaten steuern, und zwar per PWM, per Pulsweitenmodulation. Zunächst einmal möchte ich erklären, was Pulsweitenmodulation eigentlich bedeutet. Ich rufe da mal ein neues Blatt für auf. So. Und zwar schalten wir unsere Heizung über einen Transistor. Also hier können wir unseren Mikrocontroller einschalten, unseres Ports unseres Mikrocontrollers, und über einen Transistor wird letztendlich ein Widerstand geschaltet. Das soll unsere Heizung sein. Das ist der Widerstand R. Den schließen wir dann an so unsere Speisespannung, Betriebsspannung an, UB. Und wenn wir hier eine 1 ausgeben, dann schaltet der Transistor durch, leitet also, und es fließt ein Strom durch unsere Heizung. Das heißt, hier wird Leistung umgesetzt, und wenn der Mikrocontroller eine 0 ausgibt, dann sperrt dieser Transistor und es fließt kein Strom. Das heißt, es wird auch keine Leistung umgesetzt. Jetzt macht man das in der Praxis so, beziehungsweise nicht so, wenn man den steuern möchte, dass man den nur halb durchleitet, dass also nur wenig Strom fließt oder sehr viel Strom fließt, wenn eben hier viel Leistung umgesetzt werden soll, sondern man macht das folgendermaßen. Man schaltet letztendlich den Transistor immer ein und wieder aus. Das heißt, man definiert hier erstmal verschiedene Zeiträume, die gleich groß sein sollen. Ich versuche das mal gleich groß zu machen. So, das heißt, das ist eine bestimmte Zeit. Ich schreibe mal 2T dran, 3T, 4T, 5T und so weiter. Das heißt, ich habe hier die Zeit T, und dann habe ich hier entsprechend den Strom, die Stromstärke, die durch diesen Widerstand fließt, durch unsere Heizung. Und dann geht man hin und sagt, okay, ich möchte jetzt beispielsweise, dass nur die Hälfte der größtmöglichen Leistung fließen soll. Und dann geht man eben nicht hin und lässt den Transistor nur halb durchleiten, sondern man lässt den voll durchleiten, aber eben nur in der halben Zeit. In der anderen Hälfte sperrt der Transistor. Und das macht man dann für die zweite Zeit genauso. Die halbe Zeit. Und für die zweite Hälfte sperrt er entsprechend. So wäre dann ungefähr, wenn ich es jetzt wirklich gleich groß gezeichnet hätte, wäre letztendlich die Heizung bei voller oder bei der Hälfte der vollen Heizungsleistung betrieben. Wenn ich den nur, ich sag mal, ein Viertel entsprechend auf ein Viertel schalten möchte, dann habe ich eben ein Viertel lang leitet der Transistor und drei Viertel der Zeit sperrt der Transistor. Das heißt, hier würde die Heizung entsprechend nur wenig heizen. Und wenn ich halt die volle Leistung haben möchte, ich gehe mal ans Maximum, dann würde ich den eben im Prinzip die komplette Zeit eingeschaltet haben. So kann ich mit digitalen Signalen hier entsprechend meine Heizung steuern. So, und das soll in der Aufgabe folgendermaßen gemacht werden. Und zwar habe ich den Sollwert, also so wie ich die Heizung letztendlich einstellen möchte, in den Port 0 geschrieben. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bits zur Verfügung. Und in diesen 8 Bits kann ich jetzt angeben von 0 bis 255. Also 0 wäre, die Heizung ist ganz aus. 255 würde bedeuten, die Heizung ist komplett eingeschaltet, also auf volle Leistung eingeschaltet. Und die Werte dazwischen würden entsprechend Zwischenwerte dort angeben. So kann ich in Port P0 angeben, wie meine Heizung angesteuert werden soll. Und im Port oder an den Port P1.0, P1.0, das wäre hier der Port hier P1.0, schreibt sie auch nochmal hin, P1.0, da würde ich dann letztendlich ausgeben, wie mein Signal aussehen soll. Das soll dann entsprechend so aussehen, meine gewünschte Zeit ein und beziehungsweise die gewünschte Zeit wieder aus. Und dann geht es wieder ein und die Zeit wieder aus und so weiter. Deine Aufgabe soll jetzt sein, zum nächsten Mal
diese Pulsweitenmodulation zu realisieren. Das heißt, aus dem Port P0 soll eingelesen werden, wie stark die Heizung angesteuert werden soll. Und dann soll ein Zeitraum definiert werden. Dieser Zeitraum soll 255 Millisekunden sein. Also das sieht dann im Prinzip so aus. Hier, und dann habe ich hier 255 Striche, jeweils 1 Millisekunde lang in der Zeit. Und dann soll letztendlich, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt P0 auf 100 Dezimal stehen, dann soll letztendlich 100 Millisekunden das Signal auf 1 stehen und dann die restlichen 155 Millisekunden das Signal entsprechend auf 0 gestellt werden. Und wenn dann letztendlich an dem Port P0 eine andere Größe eingestellt wird, dann soll das entsprechend hier an dem Ausgang P1.0 übernommen werden. Okay, ich denke mir so, die Aufgabe ist soweit, glaube ich, klar. Probier es einfach mal bis nächste Woche. Ich gebe dir wieder 7 Tage Zeit. Und dann probier einmal diese Aufgabe so zu realisieren.